Ich war nie gut genug. Ich schaff das nicht. Habe ich das heute Morgen richtig gelesen? Wo soll das enden? Mir wächst das allmählich über den Kopf. Ich habe zu wenig Struktur, sie hat recht. Ich bin einfach zu chaotisch. Ich bin kein guter Mensch. Freund. Whatever. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank Leute für das ganze Feedback zu meinem Ritalin-Experiment. Es waren so viele Kommentare, ich saß wirklich den ganzen Tag dran, habe versucht alles Mögliche zu beantworten. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, check's gerne nochmal ab. Ja, schreib mir gerne unten drunter, ich schaue, dass ich immer wieder nachgucke und eure Fragen beantworte. In diesem Video möchte ich mit euch über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über das der negativen Gedanken. Und ich glaube, das kennt jeder. Ja, wir haben ja gerade so dieses typische Wetter draußen, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Ja, ihr habt es auch in meinem letzten Video gesehen. Und natürlich sitzt man oft abends zu Hause und ja, ist so ein bisschen melancholisch, vielleicht so ein bisschen Depri und denkt sich, hey, weiß ich nicht, ob das Jahr noch gut wird, ob sich alles wieder öffnet und so weiter. Dabei ist es eigentlich paradox. Guck mal, wir leben in einer Zeit der Einschränkung. Ja, Lockdown, gesellschaftliche Zwänge und so weiter. Aber unsere Gedanken sind eigentlich das Einzige, was wirklich frei sein kann. Dabei schränken diese uns am Ende am meisten ein. Und Gedanken beeinflussen tatsächlich jeden Bereich unseres Lebens. Ja, das heißt, sie beeinflussen nicht nur so, wohin wir als nächstes gehen oder welche Schritte wir als nächstes machen, sondern sie beeinflussen unser Glück, unser Privatleben, unsere Beziehungen, unseren Erfolg. Und sie können sogar, und das ist wissenschaftlich bewiesen, unsere Gesundheit beeinflussen. Guck mal, du musst dir das so vorstellen. In unserem Gehirn gibt es eigene Areale, die lediglich für die Interpretation der Wirklichkeit zuständig sind. Informationen, die über unsere Sinnesorgane in unser Gehirn gelangen, werden dort zunächst einmal gefiltert und anschließend in einem gedanklichen Kontext eingeordnet. Und dadurch bekommen sie am Ende erst die Bedeutung. Du kannst dir eigentlich folgende Formel merken. Eine Wahrnehmung, die wir haben, führt zu einer Interpretation und die ist auch oft unbewusst. Ja, das heißt, wir wissen gar nicht, wie wir sozusagen diese Information interpretieren. Daraus entsteht dann die Bedeutung für uns, daraus wieder eine Emotion und diese Emotion führt zu einer Entscheidung und einer Tat. Und ich habe mich mit diesem Thema wirklich in den letzten Jahren viel beschäftigt, weil ich war selber jemand, der viele negative Gedanken hatte. Komischerweise habe ich die am Tag immer verdrängt. Ja, wenn ich was zu tun hatte, war das kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich mal zur Ruhe kam, zum Beispiel abends ins Bett mich gelegt habe, ich war eigentlich total müde. Ich gucke an die Decke und dann kamen diese bösen Geister. Dann kamen diese ganzen Gedanken. Ja, was ist, wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr sind? Oder wenn ich vielleicht doch irgendwie krank bin, sollte ich mal ein Blutbild machen? Wenn der Zweig, in dem ich mich gerade selbstständig mache, in den nächsten Jahren nicht mehr da ist und so weiter. Und das sorgte dafür, dass ich immer bis 3, 4 Uhr nicht einpennen konnte. Zwei Dinge sind meiner Meinung nach vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass sich so negative Gedanken ausbreiten. Das eine ist, dass wir unsere Gedanken nicht kontrollieren. Und es ist, wie gesagt, wissenschaftlich bewiesen, wir kommen gleich dazu, dass du sie kontrollieren kannst. Wenn du deine Gedanken aber immer nur so schweifen lässt, ja, dann, sage ich mal, hat unser Gehirn so eine Tendenz, sehr fancy Konstrukte aufzubauen und irgendwann hast du so eine Art Verschwörungstheorie bei dir im Kopf. Ja, das heißt, das sind eigentlich Dinge, die aneinander gesetzt werden von unserem Gehirn, ja, und man spinnt sich das so zusammen, obwohl die Kausalität und der Kontext fehlt. Aber je öfter wir das tun, desto mehr glauben wir daran. Ja, beispielsweise sowas wie, hey, was ist, wenn ich vielleicht in den nächsten Jahren krank werde oder so, oder wodurch, was könnte ich für eine Krankheit bekommen, welche Krankheit liegt in unserer Familie und so weiter. Und du denkst so lange drumherum, bis irgendwann du fast ein klares Bild vor Augen hast, dass du in den nächsten Jahren krank werden musst. Die zweite Sache ist, dass wenn wir einen negativen Gedanken haben, wir oftmals zu schnell mit jemandem drüber reden. Und was passiert, ja, wenn man irgendwie zu der besten Freundin oder dem besten Freund geht und sagt, du, ich habe da so ein komisches Gefühl. Ja, und derjenige ist vielleicht auch gerade so im Modus von bisschen melancholisch, bisschen Depri, aufgrund des Wetters, aufgrund der aktuellen Lage. Man bauscht sich gegenseitig hoch. Ja, man macht im Endeffekt aus der Mücke einen Elefanten. Und jetzt sind auch noch zwei Menschen, die zusammen irgendwelche Konstrukte spinnen. Und am Ende geht man aus diesem Gespräch raus und denkt sich ganz klar, es ist alles sehr negativ. Deshalb werde ich euch jetzt sagen, was ich immer mache, wenn ich merke, es kommen negative Gedanken auf oder die haben sich jetzt schon so ein bisschen bei mir manifestiert. Punkt Nummer eins ist, ich muss mir bewusst werden, woher kommt das? Denn negative Gedanken sind ja nicht immer nur Spinnereien, sondern können ja auch akute Probleme sein. Ja, das heißt, dass man das wirklich angehen muss oder dass diese negativen Gedanken berechtigt sind. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch sowas wie, du hast ein limitiertes Selbstbild von dir. Ja, du hast irgendwelche Glaubenssätze. Du hast vielleicht auch jemanden in deinem Umkreis, der dich immer wieder nach unten zieht. Und es ist einfach wichtig für dich zu wissen,
Was ist eigentlich gerade genau das Problem? Warum kommen diese negativen Gedanken? Ich habe das sonst immer so gemacht, ich bin ein, zwei Mal im Monat einfach mal raus aus meiner Umgebung. Ja, weg von meinem Schreibtisch, weg von meiner Wohnung, mal in eine andere Stadt, eine Nacht im Hotel. Einfach mal ein komplett anderes Environment. Das kann helfen, auch deine Gedanken auf ein anderes Level zu bringen oder eine andere Perspektive zu kriegen, wenn du mal mit anderen Leuten beispielsweise etwas machst. Jetzt ist das natürlich gerade nicht so leicht mit dem Reisen und deshalb versuche ich für mich so eine Art von Meditation. Ja, das heißt nicht Meditation in dem Sinne, als dass ich mich da jetzt hinsetze, 30 Minuten und versuche an nichts zu denken. Aber ich habe mir beispielsweise so eine Shakti-Matte geholt. Ja, da lege ich mich dann mal irgendwie 15, 20 Minuten drauf. Da kann man auch die ersten Minuten wirklich an gar nichts denken, weil das tut so weh. Und dann nehme ich mir halt wirklich Zeit, versuche, dass es komplett ruhig ist, mache das meistens irgendwann abends, setze mich hin und versuche mir einfach bewusst zu machen, warum, ja, kommt das eigentlich, dass ich gerade so denke? Was ist sozusagen die Essenz oder diese Wurzel diesen Übels? Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wenn diese negativen Gedanken den ganzen Tag sozusagen da sind, dann sind die oftmals so nah, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, rauszuzoomen und sie wirklich zu erkennen. Also sind einfach da und ziehen uns nach unten, aber wir wissen irgendwann nicht mehr, warum es so ist. Ja, und dafür ist das halt gut. Wenn du beispielsweise auch selber in der Meditation drin bist und so, ist das eine Möglichkeit. Oder du machst einfach mal einen Walk. Ich empfehle dir auch immer so, neue Ecken zu erkunden. Ja, in deiner Stadt einfach mal irgendwo hinzugehen, wo du noch gar nicht warst. Hauptsache, du hast einfach mal diese neuen Eindrücke, die dafür sorgen, dass du aus einer anderen Perspektive das Ganze anguckst. So, der zweite Punkt ist, das Ganze aufzuschreiben. Und ich weiß, das ist etwas, das machen eigentlich die wenigsten. Und ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Fan davon, jeden Abend mich hinzusetzen, Tagebuch zu schreiben und so weiter. Aber sieh das mal so. In dem Moment, wo du schreibst, das hat eigentlich zwei Vorteile. Die Gedanken in unserem Kopf, ja, die schweifen den ganzen Tag und ich habe dir vorhin gesagt, die bauen quasi diese fancyen Konstrukte, die irgendwie ins Nichts führen, aber trotzdem bei dir eben Negativität auslösen. In dem Moment, wo du es jetzt aufschreibst, ist das im Endeffekt so, als wenn jemand zu dir sagt, hey, lass uns mal ein Battle machen, aber du bestimmst die Disziplin. Das heißt, aufschreiben heißt eigentlich nur das, was so ein bisschen verrückt in deinem Kopf ist und so ein Wirrwarr, mal auf den Punkt zu bringen. Ja, sich hinzusetzen und wirklich mal das aufzuschreiben. Der zweite Punkt ist eben, das Wording zu finden. Das Wording für das zu finden, was du gerade fühlst, hilft dir dabei zu erkennen, was eigentlich das Problem ist. Deshalb wichtig, nimm dir eine bestimmte Zeit. Ja, sag dir selber, okay, ich nehme jetzt 15, 20 Minuten Zeit, ja, stell den Timer und in dieser Zeit musst du zu Papier bringen, was dich gerade stört. Wenn du es momentan noch nicht so erfassen kannst, dann fang einfach mal an, wie fühlst du dich? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich schlecht an? Was könnte das Problem sein? Und manchmal wirst du merken, beim Schreiben ergeben sich dann schon so die ersten Kausalitäten und du verstehst irgendwann, woher das überhaupt kommt. Nummer drei ist dann, wenn du es zu Papier gebracht hast, gerne auch auf dem gleichen Blatt mal anzufangen, dir Möglichkeiten zu suchen, wie du da rauskommst. Ja, zum Beispiel, wenn du ein Problem erkannt hast, mögliche Lösungen. Mal aufzuschreiben, welche Wege könnte man gehen? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Überleg dir immer, was ist der nächst kleinere Schritt, den du jetzt machen kannst, um das Problem oder dieses negative Gefühl zu lösen. Ja, zum Beispiel, du hast dich mit irgendwem zerstritten oder so, ja, und das ist jetzt schon ein paar Monate her. Überleg doch mal, hey, kann ich den jetzt direkt anrufen? Nein, geht irgendwie nicht. Dafür ist der Streit zu groß. Kann ich vielleicht über einen Freund gehen, über einen Umweg? Kann ich ihm vielleicht eine Mail schreiben oder mal eine längere Nachricht? Also was ist das nächst kleinere, was sozusagen hilft, dein Problem zu lösen oder näher an die Lösung überhaupt zu kommen? Punkt Nummer 4 ist jetzt zu überlegen, wer kann mir helfen? Und hier ist der große Unterschied. Jetzt hast du dich alleine mit dem Problem beschäftigt. Das heißt, du weißt genau, was es ist. Ja, du hast eine mögliche Lösung. Jetzt holst du jemanden dazu und sagst nicht, hey, lass uns mal das Problem größer machen, ja, und so lange groß reden, bis es in unseren beiden Köpfen ist. Sondern jetzt präsentierst du eher die Lösung zu dem Problem und fragst diese Person, kannst du mir dabei helfen? Das geht dann in eine komplett andere Richtung, nämlich in eine positive, dass du jetzt jemanden hast, der dir beisteht, der dir Support gibt und der dir vielleicht hilft, sogar dein Problem zu lösen. Und Step Nummer 5 ist dann natürlich die Umsetzung. Ja, und ich empfehle dir, hab echt so diese 24-Stunden-Regel, gerade wenn du abends angefangen hast, das Ganze zu machen. Schau, dass du am nächsten Morgen, am nächsten Mittag direkt loslegst. Ja, je länger du solche Probleme vor dir her schiebst, desto mehr negative Gefühle hast du. Und du musst dir immer klar werden, dass egal was in deinem Leben passiert, wenn du zu viele Baustellen hast, zu viele negative Gefühle, ja, dann ist es völlig egal, ob dir etwas Positives widerfährt, ob du irgendwie weiterkommst im Leben. Du hast immer diesen Filter der Negativität, der über all diesen Dingen drüber liegt. Und deshalb versuche ich mittlerweile, auch wenn ich merke, hey, irgendwas ist heute, ich fühle mich nicht so gut, sofort das Ganze anzugehen, sofort eine Lösung zu finden, damit ich die tollen Sachen, die Dinge, die positiv sind, auch wirklich genießen kann.
Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ja, gib mir sehr, sehr gerne an dieser Stelle mal ein Like. Du kannst diesen Kanal natürlich auch abonnieren, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. In der Instagram-Story schaue ich auch immer, dass ich dich auf dem Laufenden halte. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dagobert Duck ist mein Vorbild, der im Geldspeicher wohnt. Ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 Jahren eine Skizze gezeichnet, wie ein Geldspeicher in unserem Hintergarten passen würde, und habe meinen Eltern das präsentiert.